Nein, komm mir nicht zu nahe. Feuer, bleib dort, wo du bist. Ah, ich hab so eine Angst. Ah, Hilfe. Was soll Leute, hier ist wieder der Glennis mit Let's Play Assassin's Creed 3, Folge 53. In den letzten Part sind wir in Sequenz 9 eingestiegen, haben ein paar Gespräche mit Desmond gemacht vorher, natürlich, mit Rebecca und Sean, weil der Vater nichts zu sagen hatte. Bleibt er jetzt in der Beschreibung so ziemlich aus. Und wir haben die interaktiven Gespräche hier mitverfolgt und außerdem will Connor zu George Washington, das ist das Ausrufezeichen auf der Karte wahrscheinlich, und ihn davon berichten, dass er in Gefahr ist, ihn also in das ganze Assassinentum mit einbeziehen. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist. Ah, ich habe Halten zum Überspringen? Hä? Was überspringen? Kann ich jetzt etwa auch Connors Animation überspringen? Ach du Schande, man kann es auch übertreiben. Nee, das wird es natürlich nicht sein. Und Connor hat sich mit Achilles gestritten deswegen. Und deswegen, ja, hat wohl ein paar Worte gesagt, die er lieber nicht gesagt hätte. Ich hoffe, das können sie noch bereinigen, diesen Konflikt. So, okay, weiter geht's. Und das, obwohl Achilles ihn doch erst vor ein paar Parts vor der Hinrichtung gerettet hat. Mann, Connor, das ist ein bisschen... Naja. 100 Meter auf... Das habe ich erst jetzt? Bin ich noch nie so lange auf einem Baum gelaufen? Also, dann hatte ich insgesamt wohl 40 Meter erst oder so. Ich laufe direkt auf das Ausrufezeichen zu. Kein guter Schachzug. Denn... Ach, da ist eine Feder. Genau, hier will ich nämlich hoch zur Abenteurermission. Das will ich machen. Und nicht sofort. Apropos... Wir könnten auch, wir hatten ja ein Pferd gehabt, mit dem wir zum Dorf geritten sind. Habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Da bist du ja wieder. Ging ja schnell genug. Und, nicht zu vergessen. Willst nicht? Jetzt aber wieder runter mit dir. Hörst du? Runter? Pferde, die auf Steine klettern. Das ist das Schlimmste beim Reiten. In Assassin's Creed schon immer, in Shadow of the Colossus war das auch so, weil die nie von diesen Steinen runterspringen wollen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Deswegen reite ich hier auch nicht ganz so gerne. Oh. Tschüss. Ich glaube, da müssen wir nochmal weg. Tja, dann laufen wir den Rest. So, holen das Pferd, wenn wir die Feder haben. Sonst dürfen wir es ja gleich schon wieder loslassen. Und hier ist wieder so ein Abenteurer-Camp. Konvoi angreifen. Ah. Gab es nicht... Es gab eine Trophäe dazu. Mit der Faust. Oder ohne einmal getroffen zu werden. So. Nehmen wir die. Okay. Dich angreifen. Ich habe jetzt wieder ASS an, weil wir brauchten das hier. In der Stadt irgendwo brauchten wir das. Kann mir jetzt bloß helfen beim Erreichen dieser Mission. Egal welche es ist, ich werde sie ja haben. Kann ich? Gut, ich kann auch wieder umwechseln auf Faust. Das wäre ja zugelacht. Also kein Schaden erleiden, das geht nicht. So, so, so. Und so. Und nicht zu vergessen, du. Stirb, 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 stirb. Alter, wie er einen Umpfiff hat. Alter, Alter. Den Wagen des Konvois plündern. Leg ich den Typen halt rein. Hi. Ich hab den Typen ja wirklich reingelegt. Da gibt's echte Kämpfe. Was? Hä? Schläger von Boston? Ja, ich habe die Trophäe dafür verdient, aber... What the f... Hä? Es gab wohl nichts Zusammenhangloseres. So. Ich werf dich auch rein. Wieder einfach verschwindet. Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Ich muss doch irgendwas mit dir machen können. So. Du hast nichts gesehen, okay? Na? Ich glaube, es gibt nur einen Weg, sein Leben jetzt noch auszulöschen. Na, genau, er ist noch da.
Ich werf dich in den Konvoi des, der niemals Wiederkehr. Denn dieser Konvoi verschlingt alles Leben. Siehst du? Der Konvoi. Der Leben verschlingende Konvoi. So. Darf ich? Alter, dein Bein. Ah, oh, wie gebrochen. Das war ich aber nicht. So. Ich muss meine, die Spuren meiner Tat wegwischen. Alter, eure Beine. Und das mache ich wohl am besten, indem ich euch alle in den Konvoi werfe. Heb den Typen auf. Alter, sein Bein. Alter, was ist mit den Beinen los? Das ist doch schrecklich, Wapiti. Das ist doch schrecklich. Also lauf. Alter, der auch. Leute, eure Beine. Es gibt einen Fahrer des Konvois. Das kann ich doch nicht zulassen, dass der lebt. Ich kann ihn aber auch nicht angreifen. Ich schätze, da muss ich es zulassen. Okay, jetzt haben wir ein klein wenig Spaß gehabt und 4 gebrochene Beine beobachten können. Alter. Wie konnte sich nur so verformen? Mann. Und jetzt können wir die Feder endlich sammeln und dann zur Abenteurermission. Das ist die Agenda. So, Agenda vollführt. Jedenfalls den ersten Teil. Der zweite folgt sogleich. Markieren. Dort gab es einen Wesen. Ich erinnere mich doch noch so vage. Da gab es irgend so ein Wesen. Irgend so ein Wesen. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Wischgedisch. Ein Wischgedisch. Wir müssen ein Wischgedisch finden. Ich nenne es jetzt einfach mal Wischgedisch. So. Das ist die Hülle des Wischgedisch. Und ein Pferd eignet sich hier gar nicht. Das sieht man schon. Na doch, doch, doch. Hier ist eine Straße. Dann würde ich mal sagen, genehmigen wir uns die Pferdepfeife. Hey, du Pfeife. Komm auf die Straße. So. Okay. Erstmal ein bisschen mit dem Pferd rumbacken. Fort de Quinsens. Was? De Quisne. De Quisne. Ich glaube, das können wir auch machen. Das sind immerhin auch optionale Sachen. Fort de Quisne. Wie reitet der denn da lang? Mit erhobener Muskete. Ups. Das geht? Alter, du bist gefälligst. Okay, ich muss irgendwas anderes machen. Ah! Was? Ne, keine Hunde. Bitte. Ich glaube, wir greifen jetzt mit der Axt an. Na! Das ist so einer, den ich die Waffe abnehmen muss, hä? Ne, ich kann ihn so. Der Hund wieder. Guck. Alter. Der hat mich angegriffen. Ich kenne die schon. Was ist ein Bein? Was ist mit dem Bein der Leute los? Was war? Der Typ. Was ist mit dem Bein der Leute los? Ich komme nicht mehr klar. Und wer schreibt mich da bitte an? Arg. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wer mich anschreibt hier in Skype. Ah. So. Okay. Das Bein. Habt ihr das Bein gesehen? Habt ihr die Beine gesehen? Was ist mit dem... Soll ich die Folge jetzt nach dem Konvoi benennen oder nach den rumspackenden Beinen? Was meint ihr? Ihr werdet die Entscheidung... Das ist... euch sowieso schon abgenommen. Huh? Hattet ihr mich nicht im Visier? Konnte ich dann noch so einen Auftrags... Überraschungsattentat machen? Wow. Okay. So. Ne. Okay. So, übers Wasser. Ich will nämlich das Fort jetzt machen, wenn ich dort schon einmal Aufmerksamkeit erregt habe. Es gibt auch eine Möglichkeit, im Fort zu schleichen. Das habe ich mal geschafft. Tschüss. Und auch dir, tschüss. Darf ich mal? Ah. Ich glaube, das machen wir anders. So nämlich. Dann so. Das legen wir gleich ab. So, weg damit. Und her mit dem Tomahawk. Na los. Kannst du mit euch allen aufnehmen, hä? Einer nach dem anderen. Komm her. Und stirb. So. Okay. Ich glaube, du hast es herausgefordert, dass ich dir die Beine wegziehe. Und weg. In den Schritt. Ach, keine Sachen.
Man macht keine Sachen, hörst du? Das hast du von Sachen. So. Wer Sachen macht, ist böse. Wer Sachen macht, muss sterben. Ups. Ups. Stirb. Okay. Hä? Wie hab ich da... Achso, das ist die Animation für den Wurfpfeil. Dann habe ich jetzt einen verbraucht, ja? Und tschüss. Der nächste... Nein, das kriegst du nicht hin. Oh, und dich. Mit ASS ist das viel zu leicht. So, aber ich lasse das jetzt an, weil ich im Grenzland bin und noch ein bisschen hier bleiben will. Ne, bei Petis und so. Hatten wir ja schon mal gehabt hier. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich folge dir mal nach. So, hi, wir... Geht der rumspackende Beine des Jahres 2013 Award jetzt wirklich an den Typen, dessen Bein sich gerade eben 20 Meter lang gestreckt hat? Oder an den Typen... Nee, das ist eher Rückgratbruch des Jahres. Alter, was ist mit den Leuten hier los? Seid ihr Dämonen, dass solche Körperverformungen überhaupt möglich sind? Gott, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Seid ihr alle Gummimenschen, dass ich jetzt das Lager der Gummimenschen... Hier, stirb! Ich kick die alle an die Wand. Wie wär's mit dir sterben, hä? Bumm. Kicken wir doch einfach jeden Einzelnen gegen die Wand. Na! Das schaffst du nicht. Weg! Hui! Ne! Einer reicht. Ein Schlag kassierst du. So. Beziehungsweise kassiere ich durch dich. Das war's dann aber auch. Na? Gelingt dir nicht? Das sind alles solche Typen, die man einfach so töten kann. Ah, der nicht. Das ist ja immerhin so ein Hauptmann. Na, du schießt nicht, du. Stirbst! Ich durchsuche ihn mal. Die Hauptmänner durchsuche ich immer. Irgendwie habe ich so die naive Vermutung, dass es bei denen einfach viel, viel mehr zu holen gibt. Aber das ist nie so. Nie wirklich, jedenfalls. Okay. Hier ging es aus dem Voraus. Da ist auch noch irgendwo jemand. Aber um den kümmern wir uns nicht. Wir haben immerhin gleich schon das Fort erobert. Wir müssen jetzt bloß nur noch das Munitionslager sprengen. Hauptmann ist tot. Und dann die Flagge. Tschüss. Einfach mal so im Vorbeigehen. Wie grausam. Oh. Wo kommt ihr eigentlich her? So, stirb. Ups. Und wegziehen. Wo kommt ihr echt her? So viele wurden mir nie auf der Karte angezeigt. Na. Das kriegst du nicht hin. Und noch ein Freiwilliger für den Tod, hä? Solange sich eure Beine nicht verformen, ist es ja noch okay. Anonym, wer... Was? Seit wann denn das? Was muss ich denn tun jetzt, um anonym zu werden? Ich muss den letzten Typen töten. Die letzten Typen, die sind doch alle außerhalb. Hi. Bis auf dich. Doch klar. Ups. Mehr gelingt dir auch nicht. Okay. Oder ich brauche einen Heuhaufen. Das ginge doch theoretisch auch. Solange mich niemand im Blick hat, kann ich auch in einen Heuhaufen und sowas tauchen. Jedenfalls hat es in den vorigen Assassin's Creed immer funktioniert. Ich habe es jetzt hier eigentlich nie ausprobiert, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht. Muss ich jetzt bloß erstmal einen finden? Es gestaltet sich schon als extrem schwierig. Als viel schwieriger, als es sein müsste. Hä? Eine Truhe. Klar, knacke ich doch mal eine Truhe. Ich bin jetzt wieder anonym. Oder? Es klingelt zwar noch, aber das hat jetzt nichts weiter mit mir zu tun. Und ich schaffe es in diesem Part offenbar nicht zur Abenteurermission. Denn ich daddel hier viel zu lange rum. Na? Da haben wir's. R1. Na? Komm her, Schloss. Yes. Gut, die Truhe ist nämlich auch für 100%. Und, wow, über 7000, 7500, das ist gut, das hat sich gelohnt. Ah, da haben wir ja einen Haufen, aber ich brauche ihn jetzt gar nicht mehr. Ich bin definitiv nicht mehr gesucht. Ups. Und will es auch nicht mehr werden. Da. Runter mit dir, Connor. So. Dahin laufen und interagieren. Danke. Ups, da ist mir die Hand ausgerutscht. Na, na, na. Jetzt machen wir eine coole Szenerie.
in Zeitlupe zurücktreten. Ich werde 100 pro weggeschleudert, weil ich zu langsam bin. Na, Connor wurde von 30 Holzstücken erschlagen, aber ansonsten ging's gut. Okay, dann hissen wir jetzt die Flagge und dann war's das. Wusste ich gar nicht, dass man dafür anonym sein soll. Ist mir noch nie passiert, dass ich nicht anonym war, während ich das gemacht habe, offenbar. Alter, sein Bein! Oh, selbst der Hauptmann! Ich finde es lustig, dass Connors versteckte Klinge an seinem Arm zu schweben scheint. Sie ist nicht damit verbunden. So. Damit haben wir dieses Fort unter Kontrolle. Und insgesamt müssen wir den Part dann auch hier an dieser Stelle beenden, schätze ich. 16 Minuten, yo. Okay, Abenteuermission im nächsten Part. Bis dahin, Draglinus, over and out.